Wenn ich unsere Menschheit irgendwelchen popanförmigen Außerirdischen erklären müsste, würde ich sagen, dass die meisten von uns im Inneren eigentlich ganz knorke sind. Also, die meisten. Wir sind eine Spezies, die früher gesagt hat, wenn du mir deinen Sack gibst, dann gebe ich dir diesen Esel. Und dann evolutioniert es zu, wenn du mir deinen Sack gibst, dann gebe ich dir diese ganzen Metallmünzen hier. Und manche von uns neigen hart dazu, EMZBT zu haben. Extreme Meinung zu banalen Themen. Fabian hier drüben hat extreme Meinung zu bananen Themen, aber um den geht's heute mal nicht. EMZBT. Oder auch, hast du jetzt italienische Markenqualität für Tesla-Schrott verkauft? Ich lieb's ja persönlich, dass du ein Fiat 500 als italienische Markenqualität bezeichnest. Yay, noch eine 2 Tonnen Sprengladung auf 4 Reifen und eine Verarbeitungsqualität, die selbst Dacia-Kunden die Nackenhaare aufstellen lässt. Moment, Moment, verstehe ich das richtig? Ich kaufe mir etwas, was mir gefällt, nicht was dir gefällt, sondern was mir Freude bringt. Und dann willst du es mir madig machen. Bist du mit mir verwandt? Glaubst du, dass ich das lese und dann denke, boah, das ist ja voll der fuchsige Kommentar, so mit dem Dacia-Vergleich. Vielleicht revidiere ich ja jetzt doch meine Kaufentscheidung und kaufe mir so ein CLA-Kombi oder so. Boah, Digi, das war doch nur meine Meinung. Ja, aber die interessiert mich nicht. Mich interessiert's ja auch nicht, was deine Meinung bezüglich Zahnpasta ist oder welche Dönersoße du präferierst. Weißt du, wie oft ich jetzt immer wieder gelesen oder gehört habe, wie kacke es doch ist, dass ich jetzt ein Elektroauto fahre? Ich meine, hörst du mich irgendwo beschweren, dass du ein Golf-TDI bis in den Zirkus-Mode getunt hast? Oder dass deine übersportlichen Auspuffrohre in deinem brandneuen Mercedes nirgends hinführen, weil der echte Auspuff ein kleiner trauriger Penis unter der Karre ist? Extreme Meinung! EMZBT! Habe ich mir auch gar nicht ausgedacht, diese Abkürzung hier. Die Blinddame unserer Gesellschaft. Keiner braucht sie und doch haben sie sehr viele. Kriege wurden geführt. Ob iOS oder Android nun besser sei. Wie kann ich's wagen, meinen Mac geiler zu finden, wenn das alles überteuerter Schmarrn ist, auf dem man nicht mal zocken kann? Und dann gibt's da ein ganz besonderes Thema, das beim EMZBT, was auch immer Ranking, wie ich finde, am meisten heraussticht. Dark Mode versus Light Mode. Ich finde, man könnte eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben und wenn ich schlau genug wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon gemacht. Meine Mutter schaut meine Videos, also erkläre ich mal fix, was dieses Dark Mode überhaupt ist. Hey Mom, also wenn du im Internet bist, zum Beispiel auf YouTube, dann kann dein YouTube so aussehen, das ist der Light Mode, da ist dann nämlich alles hell, oder so, im Dark Mode. Alles klar? Alles klar! Ich habe zum ersten Mal was von diesem Dark Mode, wie jeder andere Mensch, dem Reddit damals einfach zu overengineert für eine U-Bahn-Fahrt gewesen ist, über 9gag erfahren. Ihr wisst schon, das ist der Ort, wo Memes zum Draufgehen hingehen, nachdem sie von 4chan zu Reddit, zu Instabums, zu Twitter und dann zu Facebook gedumptrackt wurden. Ich glaube, der Post selbst war irgendwas mit Dark Mode-User sind allen anderen Menschen überlegen oder so. Und ich dachte, ich hack mal kurz nach, warum das denn so sei, weil ich war noch nicht so ganz im Thema, bitte holt mich mal ab. Und dann wurde ich auch daraufhin direkt mit den offensten Armen des Internets empfangen. Ich meine, ich kann verstehen, warum es Leute bevorzugen. Man könnte sagen, es spart etwas Strom, zumindest wenn du ein OLED-Screen hast, was meistens auf dem Handy der Fall ist. Bei einem super simplen LCD würde das Panel auch hinter deinem Dark-Mode-YouTube-Interface weiterhin voll mit Licht beballert werden und solange du keinen modernen LED-Monitor mit Local-Dimming-Zones hast, wo einzelne Bereiche deines Monitors auch wirklich runterdimmen, bringt dir der Dark-Mode, was Stromsparen angeht, auch nicht wirklich was. Dass der Dark-Mode aus medizinischer Sicht für deine Augen besser sein soll, ist tatsächlich auch nicht wirklich bestätigt, denn dass du über die Zeit kurzsichtig werden kannst, hat nämlich nicht wirklich was mit der Bildschirmhelligkeit zu tun, sondern dass du einen Mini-Bildschirm mit dem 20. Reaction-YouTuber einfach viel zu nah vor deinem Face hältst. Unterm Strich ist es einfach nur eine persönliche Präferenz. Und wahrscheinlich weiß das eigentlich sogar jeder und es ist nur ein Meme, Menschen zu mobben, die Light Mode mögen oder so. Und ich, Holzkopf, mach da jetzt auf Sirius ein ganzes Video drüber. Aber hey, keine Ahnung, ob Dark Mode, Betriebssysteme oder Autos. Wie wär's mit, ich mag das, du magst das? Haben wir uns doch einfach, Digga, mein Hals, Alter. Haben wir uns doch einfach lieb und wenn man sich mal kacke finden sollte, dann weil man was Dummes gemacht hat. Und der einzige Ort, wo ich den Dark Mode tatsächlich aktiviert habe, ist auch der einzige Ort, wo es für mich persönlich Sinn macht, in meinem Auto. Denn beim Autofahren schaue ich in der Regel auf die Fahrbahn. Und ein riesen Screen im Light Mode wird mich da aus dem Augenwinkel heraus einfach nur ablenken. Und ob das für dich jetzt alles so Sinn macht, was ich hier sage, oder du mich einfach ab sofort nie wieder mit denselben Augen ansehen kannst wie früher, das ist ganz allein dir überlassen. Ich finde diese extremen Meinungen oder wie auch immer man sie nennen mag, einfach mal so ein bisschen anstrengend. Was denkt ihr? Schreibt's mir in die Kommentare. Habt euch lieb, euer Plankton. Alles klar? Alles klar!